Und ab jetzt spreche ich über den 5. Fastensonntag, der jetzt eben am Sonntag ansteht. Wir befinden uns im Lesejahr C. Und ich möchte so ein bisschen jetzt mal aufzeigen, warum dieser Sonntag so interessant ist. Die Fastenzeit von Aschermittwoch an hat ja auch eine innere Logik, die ich zum Beispiel im letzten Jahr mal auch in einem eigenen Video exemplarisch am Lesejahr B aufgezeigt habe. Das habe ich jetzt für dieses Jahr nicht geschafft, von daher ist es so das kleine Trostpflästerchen. Aber wenn wir uns die Sache jetzt mal ein bisschen angucken, hatten wir ja den ersten großen Höhepunkt dann mit dem Sonntag Letare, der war letzten Sonntag, oder der Rosa-Sonntag, oder beziehungsweise eben der Rosensonntag, an dem auch eben deutlich mehr an Orgelmusik möglich ist als zu den anderen Sonntagen. Und da hatten wir das Evangelium vom barmherzigen Vater, vom verlorenen Sohn, beziehungsweise eher vom barmherzigen Vater und den beiden Söhnen oder von den beiden Brüdern. Denn hier ist nämlich sehr interessant, dass alle zunächst mal sehen, oh ja, und er ist so verloren und der Vater ist so nett und dann kommt er wieder zurück. Ja. Es ist übrigens auch eben ein Sinnbild für Umkehr und Neuanfang vor Gott. Also Sünde ist noch nicht zwingend ein Hindernis für den Himmel, weil der Vater immer bereit ist, die Arme wieder aufzumachen, wenn man eben kommen will. Und viele vergessen dabei den zweiten Sohn, weil mit dem könnte man sich eigentlich viel besser identifizieren. Das ist nämlich sozusagen der Neidhammel oder der, der einem alles irgendwie oder eben genau diese Sache missgönnt. Und da sind wir im Alltag nämlich schneller im Geschäft, als wir gucken können. Ja, so, warum kriegt denn der das und überhaupt? Und ich habe ja schon immer und ich krieg gar nichts. Also die Debatte kennen wir ja im Grunde. Jetzt am 5. Fastensonntag wird uns im Lesejahr C noch einmal ein schönes Beispiel vorgeführt. Es ist das Evangelium von der Ehebrecherin. Ist im Johannesevangelium enthalten, aber ziemlich sicher übrigens kein johannäischer Text. Das kann man daran sehen, dass der in ältesten Schriftensammlungen, also mal quer durch die Evangelien gewandert ist. Also den wusste man nicht so richtig einzusortieren, der war also überall schon mal gestanden. Jetzt ist er eben im Johannesevangelium gelandet. Und das heißt auch hier wieder, wir sind ja gerade im Jahr der Barmherzigkeit, ist der große Anknüpfungspunkt eben wieder auch die Barmherzigkeit Gottes gegenüber dem Menschen. Allerdings darf man auch hier ein was nicht vergessen. Gerade ist eine schöne Debatte hochgekocht, nachdem sich ja Bischof Theberts van Elst in Aschaffenburg zum Kongress angekündigt hat, gab es jetzt zahlreiche Proteste. Die Leute haben gesagt, sie wollen von dem nichts sehen und er soll auch bitte nicht mehr kommen. Und dann haben ganz viele geschrieben, ja, aber was ist denn mit der Barmherzigkeit? Und dann dieser berühmte Satz aus diesem Evangelium, was wir jetzt eben am Sonntag hören werden. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Beziehungsweise eben, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist ganz interessant, was Jesus da macht, weil viele sagen dann, oder viele nehmen das dann so her, so als Freibrief und sagen, naja, der Jesus, der vergibt ja immer und werfen wir mal keine Steine, wir haben selber genug Sünden. Das ist richtig, aber das ist nur der eine Teil der Wahrheit. Denn der zweite Teil der Wahrheit ist eben, dass dieser Jesus zwar sagt, auch ich verurteile dich nicht, aber dann eben auch geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Also, es ist kein Freibrief weiterzumachen wie bisher, sondern es ist letztendlich dann das, was die Kirche dann in der Beichte dann sozusagen als Kriterien herausgearbeitet hat. Also der Vorsatz, es nicht mehr zu tun, ist im Grunde konstitutiv für die Reue desjenigen. Aber gleichzeitig auch, wie oft muss man seinem Bruder vergeben? 7-mal? Nein, 7-mal, 77-mal. Also wir haben im Grunde nie Grund oder sind nie an dem Punkt, dass wir sagen, so bei dir ist jetzt definitiv Schluss und du bist für mich gestorben und ich möchte nie mehr was davon hören. Ja,
Das wäre sozusagen erst einmal zum Evangelium. Es kündigt sich also erneut die große Barmherzigkeit an. Gleichzeitig jetzt nochmal der fünfte Fastensonntag, wie er sozusagen von der inneren Logik angeordnet ist. Also am vierten Fastensonntag Letare feiern wir in Rosa und alles ist freudig und ein erster Vorgeschmack eben auf Ostern. Und am fünften Fastensonntag kippt's aber tatsächlich zum ersten Mal. Es ist eben auch der Sonntag, mit dem der im engeren Sinne eben die Passionszeit beginnt. Also katholischer Zeit sprechen wir meistens eben von Fastenzeit und dann Passionszeit, deswegen heißt auch Passionssonntag eben der Sonntag, wo es dann langsam sich nochmal also deutlich verdichtet. Das sieht man zum Beispiel daran, dass alle Kreuze und Bilder verhüllt werden mit einem violetten Tuch. Das heißt, wenn es die Gemeinden richtig machen, wird man ab nächstem Sonntag eben sozusagen vor allem die Kreuzdarstellungen und eben, ich sag mal so ein bisschen auch die Schönheiten der Kirchen verhüllt vorfinden. Jetzt könnte man sagen, okay, wir bereiten uns ja eigentlich auf den Karfreitag vor, warum verhüllen wir dann das Kreuz? Da gibt es eine wiederum ganz simple Erklärung, nämlich, dass es sinnvoll ist, Dinge, auf die man sich besonders vorbereitet, vielleicht auch mal einfach eben den Blick zu entziehen, um sie dann ganz eigens, ganz neu noch einmal zu inszenieren, was eben dann am Karfreitag auch geschieht. Und damit wird es dann nochmal von der Spannung entsprechend größer. Einzige Ausnahme ist übrigens der Palmsonntag, wo dann das geschmückte Kreuz durch die Straßen getragen wird. Aber ja, also wirklich auch mal diesen visuellen Entzug einzuüben und sich dann eben auch ganz neu, vor allem dann am Karfreitag, dem Tag, dem einzigen Tag im Jahr, wo man ja auch vor dem Kruzifix eine Kniebeuge macht und nicht nur eine Verneigung, ja, auf den hin vorzubereiten. Der fünfte Fastensonntag beginnt vom Messformular mit einem sehr prominenten Text, nämlich heißt ja auch Sonntag Judica me, Deus et discerne meum. Psalm 43, Vers 1 und 2: Verschaff mir Recht, o Gott, und führe meine Sache gegen ein treuloses Volk. Rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott. Dieser Psalm ist deswegen so prominent, weil er über viele, viele, viele Jahrhunderte am Anfang der Liturgie stand, am Anfang der tridentinischen Liturgie. Mit diesem Psalm hat man das Stufengebet sozusagen eröffnet, mit der Rahmenantiphon Introibo ad altare Dei, ad eum quilitificat juventutem meam. Also zum Altare Gottes will ich treten, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Der Rest vom Psalm hat jetzt dann nicht so richtig viel unbedingt damit was zu tun. Da sieht man halt, wie ein einzelnes Stichwort dann plötzlich bewirkt, dass so ein ganzer Text dann an so einer Stelle steht. Hier geht es tatsächlich jetzt aber nicht um das Introibo ad altare, sondern eben um das Judica me. Und da haben wir schon wieder so einen Punkt. Ich spreche das mal ganz kurz an. Dieser Psalm ist in der Vulgata eben mit Judica me übersetzt. Und ich meine, auch in der Luther-Übersetzung stand tatsächlich auch Richte mich, o Gott. Das wäre jetzt also Judica me direkt übertragen. Was aber nicht so ganz dem Hebräischen entspricht, das Verb Shaphat, was hier am Anfang steht, meint tatsächlich eben eher das, wie es jetzt auch übersetzt ist. Verschaff mir Recht, das ist was völlig anderes. Also nicht dieser böse, drohende Richter, der sozusagen jetzt sein verhängnisvolles Urteil spricht, sondern eben der Gott, der für meine Sache eintritt und mir Recht verschafft und mir eben hilft. Genau, rette mich vor bösen und tückischen Menschen, denn du bist mein starker Gott. Es ist eben dieser Gott, der seine unverbrüchliche Zusage zu uns gibt. Ich möchte dann ganz kurz noch was zur ersten Lesung sagen, oder vielleicht sollte ich sie auch mal in Auszügen zitieren. Sie ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 43, 16 folgende.
Da heißt's: So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch das gewaltige Wasser, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf. Sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Das ist hier natürlich eine ganz klare Anspielung auf den Exodus, als das Volk Israel eben durchs Rote Meer zieht und auf wunderbare Weise eben vor dem Pharao und seinen Streitmächten verschont wird, weil die sozusagen, also die Israeliten ziehen da trockenen Fußes durch und die Ägypter kriegen ein richtiges Problem. Rosse und Wagen warf er ins Meer. Das ist also sozusagen der Bezugspunkt, der hier an dieser Stelle von Deutero Jesaja geleistet wird. Und es ist natürlich schon ein erster Anklang an das Osterfest, denn das Pascha Mysterium, wie das Osterfest eben auch ge genannt wird, ja, ist eigentlich eben das, der Durchzug bzw. eben das Vorüberziehen. Und man könnte es auch jetzt sinnbildlich mit Tod und Auferstehung Jesu Christi so interpretieren, eben dieser Durchzug durch Tod und Auferstehung, der zu neuem Leben führt, so wie das Weizenkorn eben in die Erde fallen muss und sterben muss, um neue Frucht hervorzubringen. Das ist ja so ein analoges Bild, was eben auch durch Jesus aufgeworfen wird, um genau eben die Sinnhaftigkeit von Tod zu erklären, dass er nämlich zum Leben führt. Ja. Der Herr spricht, ich gehe weiter in der Lesung, denkt nicht mehr an das, was früher war, auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas neu. Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe und Straßen durch die Wüste. Die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und Strauße. Denn ich lasse in der Steppe Wasser fließen und Ströme in der Wüste, um mein Volk, mein Erwähltes zu tränken. Da steckt vielleicht auch ein bisschen wieder Massa und Meriba drin, also beim das Volk in der Wüste, was nichts mehr zu trinken hat und aufbegehrt. Ich verweise an der Stelle auch nochmal auf Psalm 95. Das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkünden. Jetzt ist es zwingend nötig, sich ein bisschen Gedanken drum zu machen, in welchem historischen Kontext dieser Text eigentlich anzutreffen ist. Jesaja 43 ist ein klares Indiz oder ein erster Hinweis, dass es sich um den zweiten Jesaja handelt. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wer oder was ist der zweite Jesaja? Nun, das hängt damit zusammen, dass das Jesaja-Buch sozusagen fortgeschrieben wurde von zweiter Hand und plötzlich eben genau das Gegenteil von dem in diesem Buch passiert, was vorher eben erwähnt wird. Also der erste Jesaja, der ungefähr zwischen 47 und 701 vor Christus gewirkt hat, ist im Wesentlichen eigentlich ein Unheilsankündiger, der sozusagen vor dem drohenden Unheil warnt. Und das geht dann so mit diversen Ausnahmen weiter. Und nach dem Kapitel 39 dreht sich plötzlich die Situation radikal. Es steht hier in der Bibel übrigens auch drin, zweiter Teil. Und dann kommt der zweite Jesaja, der eben auch Deutero Jesaja genannt wird. Und plötzlich klingt alles völlig anders, denn er leitet sein Werk ein mit folgenden Worten: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und verkündet der Stadt, dass ihr Frondienst zu Ende geht, dass ihre Schuld beglichen ist, denn sie hat die volle Strafe erlitten von der Hand des Herrn für all ihre Sünden. Das heißt, alles auf dem Kopf, ja. Aus dem Unheilspropheten wird plötzlich ein Heilsprophet. Der ist auch eine ganze Ecke später, denn das historische Setting ist das babylonische Exil, also Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus. Wurde ja das Volk Israel verschleppt von den Babyloniern nach Babylon. Und dort waren sie dann 60, 70 Jahre festgehangen, bis dann die Perser wiederum die Babylonier geschlagen haben und sie dann unter Kyros dem Zweiten wieder zurückkehren konnten.
und ja, den Tempel wieder aufgebaut haben und so weiter und so fort. Das ist die markanteste Epoche eigentlich aus alttestamentlicher Zeit, an der sich alles aufhängt. Und die Preisfrage ist meistens, eben sind Texte vorexilisch oder nachexilisch, weil nämlich mit dieser drastischen Erfahrung des babylonischen Exils auch theologisch wahnsinnig viel passiert. Zum Beispiel allein der Tatsache geschuldet, dass die Israeliten in Babylon ja auch den Vielgötterkult also richtig nochmal vor Augen geführt bekommen. Und dann die Frage eben auftaucht, wie steht es eigentlich um unseren Glauben? Und glaubt nicht, dass Alt-Israel permanent so stramme Monotheisten gewesen wären. Das stimmt nicht. Also man kann aus den biblischen Texten eine ganz klare Linie herleiten, um aufzuzeigen, dass sich der Glaube im Grunde aus einem Polytheismus herausentwickelt hat, also aus einem Vielgötterglauben, hin über eine Phase, die nennt man dann Monolatrie. Also eine Phase, wo man zwar andere Götter nicht leugnet, aber dezidiert eben sagt, wir verehren aber nur den einen, leugnen aber nicht, dass es andere gibt. Lest mal so ein bisschen in den Psalmen, also jetzt fällt mir natürlich wieder kein Beispiel ein, aber in den Psalmen, also klingelt es ganz oft, ja, also du Herr der Heere oder wie auch immer, dass, oder du Gott der Götter, ja, oder du oberster Gott oder wie auch immer, dass da per se erstmal von mehreren Göttern ausgegangen wird oder von einem Pantheon, also von einem Götterhimmel. Ja, und vielleicht eine kleine Randbemerkung, ja, also im ersten Tempel stand auch eine weibliche Götterfigur, Asherah genannt, die auch mehrmals in der Bibel vorkommt, leider in der Einheitsübersetzung meistens mit Kultpfahl übersetzt. Und man hatte bis zur Joschianischen Reform allerspätestens, also 622 vor Christus, alle Hände voll zu tun, weil man das eben als Götzendienst angesehen hat. Allerdings, also den Gläubigen damaliger Zeit eben ihr weibliches Element dann doch sehr wichtig war. Es gibt auch tausende Figurinen übrigens. Also in jedem Haushalt war so eine kleine Aschera rumgestanden. Ja. Jetzt fragt gerade jemand, was ich da mache. Ich rede gerade über die erste Lesung des fünften Fastensonntags und bin hier gerade abgedriftet, weil wir einen Text aus dem Deutero-Jesaja haben, also dem zweiten Jesaja-Buch, dem großen Heilsankündiger gegen Ende des babylonischen Exils. Hier kommen natürlich diese ganzen Verheißungen auf, ja, also dass das der Wolf beim Lamm und so weiter und was krumm ist, soll gerade werden, Berge sollen sich senken, Täler sollen sich heben. Das sind diese wunderbaren Texte, die eben auch in der Adventszeit sehr gerne gelesen werden, weil sie eben dann auf den Messias hingedeutet werden. Jetzt möchte ich euch an dieser Stelle nur den letzten Teil der Story rund um die Entwicklung des Götterbildes oder des Gottesbildes nicht bringen. In Deutero Jesaja taucht nämlich tatsächlich dann zum ersten Mal der Anspruch auf, dass es nicht nur, also dass wir nicht nur einen Gott verehren, sondern dass es nur einen Gott gibt. Als erstes passiert was Kurioses. In Kapitel 44 wird besagt, der Kyros der Zweite, also der Perserkönig, wird als Messias gefeiert. Also der im Grunde heidnische König der Perser, der dem Volk Israel ermöglicht, wieder nach Jerusalem heimzuziehen oder in das Land Kanaan wieder heimzuziehen, wird messianisch regelrecht überhöht. Und an einer Stelle heißt es tatsächlich dann eben auch, so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten. Ich finde sie gerade nur nicht im Original, aber es ist irgendwo um die Kante 44. Der Gesalbte ist der Messias oder auf Griechisch der Christos. Nur mal, um das anzudeuten. Genau, ja, Kapitel 45, Vers 1. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, den er an der rechten Hand gefasst hat, um ihm die Völker zu unterwerfen und die Könige zu entwaffnen und so weiter und so fort. Und in diesem Text, ab Vers 5, kommt dann zum ersten Mal der Anspruch, dass es nur einen Gott gibt, nämlich ich bin der Herr und sonst niemand außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dir den Gürtel angelegt, ohne dass du mich kanntest, damit man vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Ich bin der Herr und sonst niemand.
Ja, und dann kommt übrigens direkt drunter in Vers 8 die schöne Passage, also messianisch wird er gedeutet, Rorate Caeli, taut ihr Himmel von oben, ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit regnen, die Erde tue sich auf und bringe das Heil hervor, sie lasse Gerechtigkeit sprießen, ich, der Herr, will es vollbringen. Das ist bekanntlich ja der Introitus des vierten Adventssonntags und auch des Hochfests der Verkündigung des Herrn am 25.03., was wir dieses Jahr liturgisch verschieben müssen, weil es in die Karwoche fällt. Aber man sieht sehr schön jetzt tatsächlich, also wir können hier vom Duktus des Deutero-Jesaja-Buchs tatsächlich eine Brücke schlagen zwischen dem vierten Adventssonntag und dem fünften Fastensonntag, die ja beide sozusagen vor dem großen Ereignis an letzter Stelle stehen. Und jetzt gibt es für mich einen Schluck schwarzen Tee. Dann machen wir weiter. Die Kommentatoren sind ganz still. Das ist schön, dann kann ich weiterreden, ja. Ja, Baalskult ist auch interessant, genau. Schreibt hier jemand: Ach, das ist doch immer ein lieber Amandus, ja. Der wird vor allem dann zum Beispiel beim Propheten Elia in den Königsbüchern relevant. Also Baal ist sozusagen immer so der Kontragott und ist im Grunde so ein Synonym für ja, den Obergötzen schlechthin. Ich erlaube mir kurz die Zwischenfrage zu beantworten. Tobi96 fragt, ist es eigentlich so, dass in der Fastenzeit gar keine Meditation während der Kommunion stattfindet? Ja, Ausnahme vierter Fastensonntag. Ja, dass das viele nicht machen, das kann ich leider nicht verhindern, aber ich finde es schade. Ja, so, wir haben jetzt einen kurzen Blick in den historischen Kontext des Deutero-Jesaja-Buchs geworfen. Es gibt dann noch einen sogenannten Trito-Jesaja, den müssen wir aber in Anführungszeichen nehmen, vor allem auch in den letzten Kapiteln. Aber man muss sich bewusst sein, dass das Jesaja-Buch am Ende nochmal komplett redaktionell überarbeitet wurde. Und der Trito-Jesaja ist dann sowas, also mein eigener Professor nennt es dann immer die Klebelaschen, die sich sozusagen als Verbindungsglieder in die Brüche einfügen, damit am Ende eben wieder ein großes Ganzes draus wird. Also wir haben eben drei große Hände auf jeden Fall mit im Spiel, jenseits weiterer redaktioneller Überlegungen. Gut, der Antwortpsalm ist Psalm 126. Da muss man eigentlich gar nicht viel sagen, warum es genau zu diesem Psalm kommt. Denn ich lese einfach mal vor. Wir hatten ja gerade den Kontext, also babylonisches Exil neigt sich dem Ende. Und der Psalm heißt: Als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende, da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den anderen Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan, der Herr hat an ihnen Großes getan, ja, Großes hat der Herr an uns getan, da waren wir fröhlich. Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland, die mit Tränen säen werden, mit Jubel ernten. Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Gaben ein. Also das Setting ist klar, dass natürlich also dieser Psalm, der ja eben eine Rückschau ist auf die Rückkehr aus dem babylonischen Exil, dass dieser Psalm natürlich klar in den Duktus des Deutero-Jesaja-Buchs passt, beziehungsweise der Perikope 43, 16 bis 21. Und er knüpft da direkt an. Und wenn wir jetzt dann nochmal zurückgehen, dass 43, 16 ja nochmal eine Anspielung auf den Auszug aus Ägypten ist, dann sehen wir ja sozusagen zweimal diese Situation, dass Leute ausziehen bzw. heimkehren und der Verheißung entgegengehen. Und hier heißt es ja auch eben, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten, ja. Der Jubel ist am Ende das große Ziel. Das ist sozusagen genau dieser Weg, auf den wir uns jetzt eben mit Ostern hinbegeben. Eben durch dieses Tal des Todes, um dann aber wieder zur Auferstehung und zum Leben zu erstehen und die Auferstehung Christi zu feiern und vor allem damit, ja, bitteschön, auch verbinden, dass wir eben auch für uns erhoffen, dass wir an dieser Auferstehung Anteil haben werden. Ja, dann kommen wir mal zur zweiten Lesung noch.
Vielleicht noch ganz kurz was, wie es zu diesen zweiten Lesungen kommt. Das ist immer so ein bisschen schwierig, denn so traditionell gab es ja immer nur eine Epistel und ein Evangelium und die Epistel war eben meistens, deswegen hieß er ja auch Epistel, ein Apostelbrief, meistens eben Paulusbrief. Und dass man jetzt in der neuen Liturgie von der alttestamentlichen Lesung und einer neutestamentlichen Lesung mit Ausnahme der Osterzeit, da haben wir Apostelgeschichte plus Apokalypse, ausgeht, führt meistens dazu, dass nur eine Lesung in Verbindung zum Evangelium steht und die zweite manchmal so ein bisschen reingeschnitten ist. Meistens ist es die Verknüpfung AT plus Evangelium, kann aber auch, wie gesagt, mal anders sein. Von daher muss man da nicht direkt immer eine Brücke sehen. Auf jeden Fall bin ich aber strikt dagegen, das dann einfach als Alibi herzunehmen, es einfach gar nicht zu lesen. Kurze Zwischenfrage beantwortet: Nein, ich spiele keinen Einzug und auch keinen Auszug in der Fastenzeit, weil es nicht vorgesehen ist. Die Orgel schweigt außerhalb der Choräle und außerhalb des vierten Fastensonntags, da hat es einen anderen Grund. Philipperbrief. Brüder, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft. Übrigens, Christi Jesu, ja, also das ist nicht der Sepp Maier oder der Rudolf Müller oder wie auch immer. Christus Jesus, wenn diese Reihenfolge auftaucht, dann wird als erstes eben der Hoheitstitel genannt. Also dieser Jesus hat nicht den Nachnamen Christus, sondern Christos ist seine Bezeichnung. Er ist der Messias, er ist der Gesalbte. Messias, das hebräische Wort. Christos, eben das griechische Wort Übersetzung der Gesalbte. Gesalbt werden bekanntlich Priester, Könige und Propheten. Tria Munera Christi übrigens. Ja, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Das heißt, das, was man hier Paulus in den Mund legt, Philipper und Kolosser sind, wenn ich jetzt nicht völlig schief gewickelt ja auch bin, auch die deutere Paulinen. Das heißt sozusagen, nach dieser Kehrtwende, wenn wir jetzt mal bei dem Damaskusbild bleiben, also der Saulus, der zum Paulus wird und von da an ein komplett neues Leben beginnt, derjenige, der eben alles, was er vorher so fürchterlich wichtig genommen hat, bei Paulus natürlich dann eben die Gesetzestreue und alles, ist für ihn jetzt nur noch Unrat, denn jetzt geht es allein darum, Christus zu gewinnen. Vielleicht wisst ihr auch, wenn jetzt sage ich es nochmal dazu, dass ja die Fastenzeit auch eben die große Vorbereitungszeit auf die Taufe ist. Also unsere Taufbewerber werden ja alle in der Osternacht getauft, die Erwachsenen vor allem. Und die Taufe ist ja auch das Erstehen zum neuen Leben in Christus, den alten Adam ablegen, Kinder des Lichts zu werden, den Heiligen Geist zu empfangen und so weiter und so fort. Und damit eben nichts Geringeres als eine vollständige Lebenswende. Von daher passt mit Blick auf die Taufvorbereitung eben auch dieser Text dann wieder sehr gut. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, wir hatten es ja schon gehabt, um Christus zu gewinnen. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Auch hier wieder immer Christus, 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 ja. Ihr könnt übrigens mal auch den schönen Text in Philipper 2 lesen, der wird ja auch rauf und runter gelesen. Also Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich, da haben wir so eine Runter-Rauf-Bewegung eben von oben nach ganz unten, zurück nach ganz oben. Ja, darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel und auf der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Hier haben wir auch einen Göttlichkeitsanspruch. Ja, also Herr Kyrios heißt auch eben Gott. Ja, von wegen alle, die behaupten, das sei nicht biblisch. Ja, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. Also Klingel, 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 Karwoche, Tod, Auferstehung. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Das ist bitte immer, immer, immer der Zielpunkt von Ostern. Wenn Christus aufersteht, da kann er 100 Mal auferstehen, das nutzt mir nur nichts, solange es nicht mich selber betrifft, ja. Und wenn ich groß von Ostern irgendwas laber und erzähle und irgendwie, keine Ahnung, Osterhase, Eier, Popeye, was auch immer,
Das könnt ihr alles in die Tonne kloppen, solange ihr euch nicht selber die Frage stellt, was es mit euch persönlich zu tun hat und ob ihr auf diese Hoffnung zählen könnt. So, kleiner Appell. Weiter, Vers 12. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet werde. Das ist auch immer ganz tröstlich, wenn ein Apostel sowas schreibt, dass es selbst auch nicht vollkommen ist, dann fühlt man sich zumindest nicht ganz so doof. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen. Ja, selig ist der Mensch, solange er strebt. Das ist ja das schöne Zitat aus dem Faust, Goethe. Ja, kann man hier tatsächlich anwenden. Weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Es gibt hier übrigens auch genau dazu, was diesen Siegespreis anbelangt, das ist natürlich das Himmelreich, gibt es auch eben diese wunderbare Passage im 1. Korintherbrief, wo es um die Enthaltsamkeit geht, ja, und da heißt es dann eben, dass der Läufer im Stadion um eines vergänglichen Preises willen enthaltsam lebt und das aber gleichzeitig eben er das deswegen macht, weil ja nur einer, nur der Erste sozusagen diesen Siegespreis erhält. Und dann sagt er so schön, um wie viel mehr müsste es euch dann ein Anliegen sein, sozusagen um für einen unvergänglichen Preis, eben das Himmelreich, genau diese Mühen und Anstrengungen auf sich zu nehmen. Lauft also so oder seid im Glauben so, dass ihr der Erste sein wollt, was diese Sachen anbelangt. Das ist übrigens auch ein Text. Ich meine, klar, wir wissen ja, dass Paulus in der Naherwartung gelebt hat und sozusagen davon ausgegangen ist, dass er die Wiederkunft Christi selber noch erlebt. Deswegen kann er auch so munter gegen die Ehe schimpfen und so weiter und sagen, so kommt Leute, das hat eh keinen Sinn mehr, weil übermorgen ist eh Schicht im Schacht. Aber genau so einen Text sollte man mal nicht zu gering schätzen, wenn dann wieder so dieses übliche Zölibatsbashing dann auftaucht, ja, und dann immer so diese schöne These aufkommt, dass es mit der Bibel ja gar nichts zu tun hätte, abgesehen davon, dass es noch andere Dinge gibt. Und übrigens, ich sag's nochmal so dazu, ich bin jetzt nicht der Riesenzölibatsverfechter, aber ich bin immerhin dafür, dass man also so eine Debatte mal bitte auch sachlich führt in jeder Dimension. Und dazu gehört eben auch die Tatsache, dass es durchaus biblischen Befund gibt, aus dem man zumindest sekundär gewisse Dinge ableiten kann. Ja. Natürlich steht nicht in der Bibel, der Priester sei unverheiratet. Das stimmt nicht. Ja, also das Ziel vor Augen. Wir haben gefälligst auch das Ziel vor Augen auf Ostern hin und auf unsere eigene Auferstehung. Dann kommt der Ruf vor dem Evangelium, kehrt um zum Herrn von ganzem Herzen, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Gnade. Vergleiche Joel 2. Das ist eine schöne Brücke, finde ich, dieser Vers, denn genau das ist das Evangelium, nicht das Evangelium, die Lesung, die erste Lesung vom Aschermittwoch, ja, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, kehrt um zum Herrn von ganzem Herzen und so weiter und so fort. Ja, und dann folgt das Evangelium der Ehebrecherin, was ich ja schon eingangs vorausgestellt habe, das heißt, ich habe als erstes für die, die jetzt später kamen, vom Evangelium dieses Sonntags gesprochen und wiederholen nur noch mal die Quintessenz. Es reicht nicht zu sagen, es werfe den ersten Stein, der ohne Sünde ist, denn es ist kein Freibrief dafür, munter drauf loszusündigen, denn dummerweise kommt am Schluss halt auch der Satz, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Das heißt, der Grundcharakter auch jetzt dieses ganzen Formulars ist im Grunde, es ist eine Zeit der Gnade angebrochen, kehrt um zum Herrn, freut euch auf den Herrn, aber macht euch eben auch dazu bereit. Also es ist tatsächlich diese Brücke auch, die man zum vierten Adventssonntag sehen kann. Ja, der Herr ist nah, geht ihm entgegen und tut alles, alles euch Mögliche eben dafür, um euch eben auch gut auf das Fest vorzubereiten. Und ja, was ich... also so schön auch das Evangelium von der Ehebrecherin ist, möchte ich noch eine Sache anfügen. Traditionell und in manchen Gemeinden ist es ja auch so, wenn man Taufbewerber hat, liest man immer die Evangelien aus dem Lesejahr A oder überhaupt die Texte aus dem Lesejahr A.
Eigentlich ist traditionell der fünfte Fastensonntag der, an dem das Evangelium von der Auferweckung des Lazarus gelesen wird. Im Lesejahr A ist es, wie gesagt, eben auch der Fall. Und vielleicht möchte ich dazu noch eine Sache sagen. Erstens, da ist eine schöne Parallele zu dem zur orthodoxen Tradition, denn die orthodoxe Tradition kennt am Tag vor dem Palmsonntag den Lazarus-Samstag. Es ist der einzige Tag im Jahr außerhalb des Sonntags, wo man dann eben auch den Auferstehungsgesang singt, sogar eben in der Fastenzeit: Errette uns, Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, die wir dir singen, Halleluja. Denn die Auferweckung des Lazarus ist tatsächlich eben das eine Vorausbild, was Christus uns selber in seinem Tun gibt, was gleichzeitig eben schon auf seine Auferstehung und auf unsere Auferstehungshoffnung hinweist. Das heißt, das ist so ein kleiner vorösterlicher Moment, der eben an dem Punkt noch in die Dramaturgie mit reinspielt, und deswegen täte er an dieser Stelle eigentlich auch gut. Aber wie gesagt, über die Leseordnung selbst diskutieren wir jetzt nicht, denn unlogisch ist es ja auch nicht, was wir jetzt im Lesejahr C feiern. Vielleicht jetzt noch ein paar Anmerkungen zu dem, was man an diesem Sonntag machen kann. Jetzt feiern wir, wie gesagt, gerade auch das außerordentliche Jahr der Barmherzigkeit. Dann ist es sicher sinnvoll, entsprechende Lieder herauszunehmen, wo der Aspekt der Barmherzigkeit thematisiert wird. Wegen mir auch: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Aber ansonsten würde ich schon auch dafür plädieren, gerade jetzt ja auch dieses Moment, also mit dem Exil und diesem Exilspsalm, der übrigens im Gotteslob interessanterweise im Tonus Peregrinus vertont ist. Wo habe ich denn mein Gotteslob jetzt hin? Ich hatte es doch vorhin noch da liegen. Also Gotteslob ist weg. Da ist es. Denn eigentlich ist der Tonus Peregrinus, abgesehen von der lutherischen Tradition, darauf, das Magnificat zu singen, Psalm 114 vorbehalten, in Exitu Israel. Als der Herr, ich such's mal gerade. Der ist bestimmt ist wieder nicht da, wo ich ihn suche. Oder? Doch, ist da, ja. Als Israel aus Ägypten auszog, Jakobs Haus aus dem Volk mit fremder Sprache, da wurde Juda Gottes Heiligtum und so weiter. Das Meer sah es und floh, der Jordan wich zurück, deswegen eben dieser sogenannte fremde Ton, neunter Ton, Tonus Peregrinus, der nämlich zwei verschiedene Reperkussionstöne hat. In dem Fall hier im Gotteslob unter der Nummer 63 sieht man es schön: ein A im Teil 1 und ein G im Teil 2. Also: als Israel aus Ägypten auszog, Jakobs Haus aus dem Volk mit fremder Sprache. Und genau diesen Psalmton hat man jetzt eben auch auf 126 angewandt. Also: als der Herr das Los der Gefangenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende, da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Entschuldigung. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Initio gibt es nur bei neutestamentlichen Texten bei jedem Vers. Also die ersten zwei Töne. Danach kommt da gestricheltes Ding. Dann macht man immer gleich mit der Reperkussa weiter. Alles Weitere erzähle ich übrigens in meiner Psalmenserie. Man kann jeden Psalm im Gotteslob anhand meiner Videos lernen. Ich sag's nur. Ja, auf jeden Fall, das ist vielleicht noch so eine kleine Besonderheit. Von daher würde ich vielleicht tatsächlich dafür plädieren, weil das Zeichen eigentlich ganz schön ist, vielleicht den Psalm auch wirklich im neunten Ton zu singen, und diverse andere Vertonungen, die gerne auch aus den diversen Kantoralbüchern gebraucht werden, hinten anzustellen. Ja, so viel wäre es für den Moment gewesen, was ich zum fünften Fastensonntag so mehr oder weniger spontan sagen kann. Ich würde an diesem Punkt jetzt also warten, ob es noch irgendwelche Formen der Rückfrage gibt. Es ist übrigens für mich eine gefährliche Situation, über so also biblische Auslegungen live zu reden, weil wenn ich dann mal Mist erzählt habe, dann ist er drin, ne? Ich sehe schon meinen Prof, wie er die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Dann kriege ich morgen eine böse Mail.